So, hallo, wir machen weiter bei Things. Uff. Letztes Mal haben wir die zwei ersten Yoshi-Level hier gespielt und jetzt kommt das dritte Yoshi-Level, Tree Forest. Bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam. Looks like all the other Yoshis are nowhere to be found. Boon wonders where they could have went. Touching the tip of a triangle will make you bounce off it. Ja gut, das ist normal. Okay, also es geht einfach um die Dreiecke. Okay. Also kein LR-Kram mehr. Sehr gut. Hui! Oh, nice. Oh, okay, das wird cool. Hui! Okay, wenn ich die Stelle noch erwischt würde, würde das cool werden. Oh, das Lied ist super gut. Das ist ja ein richtig geiler Remix. Oh mein Gott. Da, 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 da. Di, 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 di. Okay, das ist cool. Oh mein Gott, der Remix wird immer besser. Oh mein Gott, der Remix. Yo. Oh mein Gott, das Lied ist großartig. Oh, Mama? Ja. Oh, das Lied ist ja übertrieben gut. Das wird auf keinen Fall durch Safe States zerstört. Nicht eine Sekunde. Ja, und da ist auch schon der Mit. Weißt du, es musste ja so sein. Also ich hätte jetzt halt einfach locker beim Midway sein können. Jetzt müssen wir noch mal eine Minute lang hier spielen. Also das ist ja super einfach. Sehr gut. So viel dazu. Es bleibt super einfach. Nur wenn ich, auch wenn ich fehle, es bleibt super einfach. Das ist echt angenehm zu spielen. Hui, hui. Ich habe vergessen zu springen. Mist. Bin übertrieben auf das letzte Level gespannt. Also die Yoshi-Welt ist übertrieben geil. Come on! Ich bin so aufgeregt an der Stelle. Ich muss einfach nur die Spitze berühren und alles ist gut. Aber ich krieg's nicht hin. Ach komm! Es ist tatsächlich mehr wie eine Minute. Wir könnten schon beim Midway sein, aber es ist tatsächlich mehr wie eine Minute, in der wir jetzt hier noch rumhängen. Aber es ist okay. Der Anfang macht ja auch tatsächlich echt Spaß. Also den spiele ich auch gerne noch öfter. Hui! Okay, das war dumm. Ah, Mann! Ich darf da nicht so zögern, ich muss da direkt rüber, sonst schaffe ich den Sprung nicht.
So nämlich. Ja. So nämlich. Sag mal, jetzt komme ich da nicht mehr durch. Das hat bisher noch nie Probleme gemacht. Jetzt habe ich den wieder versaut. Das ist auch noch nicht passiert. Jetzt bin ich nicht gerutscht. Jetzt bin ich nicht gesprungen. Ich komme jedes Mal weniger weit. Was ist das denn? So. Zack. 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 Yoshi will unbedingt, bevor wir am Midway sind, an jeder erdenklichen Stelle, wo man sterben kann, einmal sterben, habe ich den Eindruck. Können wir jetzt bitte... Okay, können wir jetzt bitte in den Midway gehen? Danke. So. Mann, Mann, Mann. Okay, was geht denn da ab? Also, der will da hoch. Dann stupse ich den an. Ja, so nicht. Ich hätte ihn jetzt anstupsen müssen, ist mir schon klar. Jetzt hätte ich die rote Shell... Ah, die landet dann da oben oder so. Ja, okay, verstanden. Got it? Ja, so nicht. Ah, jetzt können wir mal gucken, ob die Glitches auch so funktionieren. Aber es müsste ja einfach am Yoshi hängen, ob die Glitches gehen oder nicht. Es dürfte ja egal sein, ob Mario drauf sitzt oder... Ja, komm, ist egal, scheiß drauf. Den habe ich schon mal ewig in dem Hack probiert, den Glitch. Und es dürfte eigentlich keinen Unterschied machen, ob jetzt Mario drauf sitzt oder nicht. Das ist eigentlich auch klar. No! Na bitte. Zack, zack. Ja, und dann? Wohin dann? Hilfe? Okay. Nein, die falsche Richtung. Das war nicht. Nee, das. Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich es auch austauschen, aber nee, kann ich nicht. Weil die rote kann ich nicht mehr ausspucken. Da kommt nur Feuer raus. Nein! Aber könnte man es dann breaken, wenn man den Glitch schafft? Nee, kann man nicht, weil ich nicht als Mario auf die Shell springen kann. Wobei, muss ich ja gar nicht. Okay, lasst mich das ganz kurz ausprobieren. Ach nee, das hatten wir schon mal. Der gelbe Koopa schießt dann raus und ich kann den nicht mehr. Ja, nee, funktioniert nicht. Alles gut. Hab mich erinnert. Der gelbe Koopa schießt dann so raus und ich komme nicht mehr ran. Alles gut. Kann ich nicht breaken. Hätte ich auch nicht gewollt, aber mich hätte es interessiert, ob. Aber nee, geht nicht. Haben wir schon mal festgestellt. Ich erinnere mich. Ach Mann, ich schaff den Sprung nicht mehr. Muss viel eher die losschicken, die Shell. Ja, so in etwa. Nein, das war zu bald. Und ich war nicht hoch genug. Da hat gar nichts gepasst. Das hat auch nicht gepasst. Mist. Yes.
Aber ich weiß noch nicht so ganz, wie es da hinten weitergeht. Ach, komm. Ach, komm schon. Also der zweite Teil des Levels ist deutlich, deutlich, deutlich schwieriger als der erste. Nein. Na. Manu. Yes, yes. Schade. Ich mach... Kopf, was machst du denn schon wieder für Blödsinn? Also Real Talk, was macht mein Kopf schon wieder für Müll? Ja, ja. Okay. Okay, nächstes Mal setze ich einen State an der Stelle, weil ich muss erstmal rausfinden, wie die Stelle da hinten geht. Vorher kommen wir hier nicht weiter. Also wenn ich da oben bin, setze ich einen State. Vorher kommen wir nicht weiter. Aber der muss auch erstmal passend gesetzt werden können. Also vielleicht schätze ich doch keinen. Mal gucken. Je nachdem, wie machbar es sich anfühlt. Mal gucken, ob der passt. Geht der einigermaßen fit? Ja, der geht fit. Ja. Ah, okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, habe es verstanden. Ich gehe einfach weiter mit dem Ding. Ja, okay, okay. Und dann rutsche ich mit dem weiter. Okay, okay, okay. Da kommt einfach eine gelbe, eine blaue Shell. Okay. Bin ich ja mal gespannt, wann ich die wieder verlieren soll. Hier soll ich die wahrscheinlich ausspucken? Ah, und hier verliere ich die. Okay. LOL. Okay, der Schluss hat richtig gut zusammen funktioniert. Nice. Gut. Verstanden. Also eigentlich ist das einzig Schwierige. Eigentlich ist das einzig Schwierige. Ja, eigentlich ist der Shell-Jump mit der gelben Shell, das ist das Schwierigste, würde ich sagen. Oh.
kann den nicht timen. Ich kann den einfach nicht timen. Ich kann ihn nicht timen. Nice. Nein! Zu spät die Zunge ausgestreckt. Oh Mann! Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Kann ich? Nee, der spuckt den direkt aus. Ist in Ordnung, okay. Ja, zu niedrig. Mann, oh, ich krieg das Timing noch nicht hin. Ja. Das könnte es werden. Wenn ich jetzt keinen Quatsch mache. Nice. Nein! Das hätte sein können. War ein bisschen zu aufgeregt und habe zu bald den Ausspucker gedrückt. Ich muss wirklich bis zur Münze warten. Oh. Nicht in die Richtung. Yes. So, das könnte es werden. Einfach keinen Quatsch machen. Leider war da Quatsch dabei. Ach! Oh. Okay, das könnte es werden. Nice. 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 Sehr schön. Oing. Okay, und damit sind wir dann im Ultimate Minion unterwegs. Also im Level Ultimate Minion unterwegs. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt hier noch einen Mond gibt. Weil bisher haben wir den Yoshi Overdrive Mond. Wir haben jetzt 47 Monde. Wenn es jetzt hier keinen Mond gibt, haben wir, glaube ich, immer noch einen zu wenig für alles, was noch kommt, oder? Bin mir nicht sicher. Egal, Ultimate Mansion. Let's go. Oh, das gibt wieder einen richtig geilen Remix jetzt, ne? Das Lied ist halt im Original schon übertrieben gut. Oh Gott. Ich lieb's jetzt schon. Boon has learned to flutter. Okay. Ah, ja, okay. Das ist ein ganz komischer Flattersprung. Wir haben ja schon mal einen Hack gespielt, der eine SMW funktioniert hat und Yoshi beinhaltet hat. Der konnte richtig flatter fliegen. Das ist wirklich mehr so ein... Ja, okay, das wird interessant. Ah, okay, verstanden. Also es ist mehr so ein Doppelsprung, könnte man sagen. Ja, es hat mit Flutter nicht so viel zu tun. Ah, okay, ich darf da nicht warten. Ah, okay, ich hab's verstanden.
lol. Okay. Aber cool. Cool, cool, cool. Ups. Zunge nach oben strecken, nicht nach unten. Nein! Ich dachte nicht, dass ich den erwische, aber ich habe ihn erwischt. Ah, zu hoch. Das war, der geht, der fällt so schnell, da muss ich mich, ich muss dran denken, dass der richtig schnell fällt. Ach Mann! Oh! Das ist mir auch noch nicht passiert. Nein! Jetzt. Okay, da kommt schon der Midway. Nice. Schaffen wir. Bis zum Midway schaffen wir es also schon mal relativ easy. Ja, easy. Okay, sehr schön. Also ich muss sagen, die Yoshi's Island Welt ist insgesamt deutlich, deutlich... Das ist interessant. Man kann hier stehen, aber wenn man springt, stirbt man. Das heißt, der Todesblock geht weiter als der Block, an dem ich stehe. Na, hier sterbe ich ja nicht, aber wenn ich an dem Block stehe und ich drücke nicht nach links und springe, sterbe ich. Also muss der Todesblock einen Pixel weiter rüber gehen, oder wie? Das ist interessant. Okay, kann ich, nachdem ich auf dem Ding gelandet bin, noch einen Flatterflug machen? Ich glaube nicht, ne? Also der dürfte nicht wieder aufladen. Nee, ich muss warten, bis der seine Kugel holt. Okay. Oh, und wahrscheinlich darf ich den Flatterflug hier noch nicht aufbrauchen. Ich glaube, ich darf den da noch nicht aufbrauchen. Ich glaube, um da rüber zu kommen, muss ich da Flatter fliegen, ist die Frage. Oder schaffe ich den Sprung auch so? Ich glaube, ich schaffe den Sprung nicht so. Ist zwar niedriger. Ja, ich komme so schon rüber, aber... Nee, die kommt immer wieder neu, die Pflanze. Kann ich die da schon ein bisschen reintriggern? Ja, kann ich. Okay, cool. Aber dann ist der Stein nicht da. Nee, ich glaube, ich muss hier schon rüber flattern. Ich glaube, ich muss da schon flattern. Wir flattern mal und wenn es nicht reicht, dann können wir ja immer noch wechseln. Aber was muss ich da machen? Was mache ich mit dir? Ach so! Habe ich nicht gesehen, dass da eine Plattform ist. Alles gut. Schon verstanden. Und dann kommt eine Wolke. Ups.
So. Okay, ich glaube, ich darf die Wolke nicht nutzen. Also, ich darf die Wolke nicht. Also, ich glaube, die wird direkt wieder weggejietet. Die ist nur dafür da, mich abzufangen. Ich darf die nicht lange nutzen und behalten, erst recht nicht. Ah, ich fange sie aber wieder. Okay. Got it. Ja, der Stein ist weg. Mist. Mist. Ah, das war zu bald. Ach. Wieder zu bald. Der braucht aber auch 3 Jahre, bis der hier rüberläuft, ne? Okay, und jetzt? Okay, und jetzt? Ich muss auf der Plattform... Ich habe die Plattform nicht gesehen. Da ist noch eine Plattform. Ich wollte jetzt Flatterflug machen, aber den hatte ich ja davor schon aufgebraucht. Ah, das wäre es gewesen. Da war die Röhre. Okay. Mist. Lol. Jetzt ist mir das zum Verhängnis geworden, was ich vorhin gesagt habe, dass die höher ist, dass die weiter ist als das untere Ding. Weil ich unten stehen konnte und als ich hochgesprungen bin, hat es mich gekillt. Nice. So, jetzt haben wir das wieder. Jetzt Wollte sagen, jetzt schaffen wir es, aber hat noch nicht funktioniert. Mir haut es meine Haare ins Gesicht. Ich muss zum Friseur. Ja, die sind so lang gerade, ne? Muss echt ganz, ganz dringend zum Friseur. Aber ich werde es wahrscheinlich vor dem Pfingstferien wieder nicht schaffen. Mal gucken. Nein! Zu bald. Ach Mann, wir hätten es doch schon haben können, wenn ich die eine Plattform realisiert hätte. Wir könnten schon längst bei der Röhre sein. So, jetzt aber. Zack. Zack. Jetzt machen wir hier auch keinen Fehler mehr. Ist das mein Ernst? Das ist mein Ernst. Das ist mein Ernst. Mist. Wieso Zunge? So, komm her. What? Jetzt ist das Ding weg. Der weiß aber auch nicht, wann er kommen soll. Jetzt war der Flatterflug nicht mehr da. Warum auch immer. Ach komm, ich... mag den Anfang hier nicht. So. Nein, ja. Jetzt komm her, Mann. Danke. Danke. Können wir es jetzt bitte nicht versauen? Nice. In Things SM2 Which Ending Did You Beat? Be honest. Ich hab das, ich hab beide. Also ich hab auch das Two Ending. Ja, 100%. Okay, dann will ich aber wissen, was passiert.
Dann will ich jetzt aber wissen, was passiert. Wir gehen erstmal ins Any Person rein. Okay, ich verstehe, weil man jetzt ja, wenn in Any Person bleibt er ja zurück. Na, in Any Person bleibt er ja leider zurück. Okay. Dann käme jetzt der Kampf. Kommt der Kampf normal auch? Also, stopp. Kommt der Kampf beim normalen Ending auch? Also beim Secret? Beim Secret Ending haben wir ja alle gerettet, ne? Wir sind alle von der Insel runter. Das heißt, hier dürfte jetzt kein Yoshi sein. Und da gibt's den Mond. Da gibt's einfach den Mond. Okay. Okay, das mit dem Mond ist frech. Das mit dem Mond ist frech. Okay. Aber interessant. Kann ich duplizieren? Nice. Kann man den anderen Yoshi irgendwie retten? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Aber der Kampf kommt wieder. Das ist cool. Aber diesmal auch anders, weil ich auf den drauf springen kann. Oh. Hui. Das macht das schon interessant. Aber ich glaube, der ist sogar leichter, weil der bewegt sich ganz anders. Ach Mist. Der bewegt sich ganz anders als der... Ah, scheiße. Der bewegt sich ganz anders als der... ich kann den nicht mal abschießen mit den Shells. Ach so, okay. Ich glaube, der ist auch nicht so zielgerichtet auf mich. Der ist deutlich schlechter programmiert. Typischer SMW-Boss halt, ne? Ja, guck mal, der hat einfach sein Muster. Der macht einfach sein Muster. Das juckt ihn überhaupt nicht, wo ich bin. Ja, das juckt ihn überhaupt nicht, wo ich bin. Okay. Ach, komm schon! Jetzt haben wir doch die Lücke groß genug, Mann. Ich bin so blöd. Aber vor allem, ich kann ihn dann ja nicht da reinschicken, ne? Okay, er geht doch, so ein bisschen geht er schon auf mich. So ein bisschen geht er schon auf mich, aber halt deutlich. Also, verglichen, wenn man den Qualitätsboss aus dem Yoshi's Island Hack gespielt hat, dann ist das hier halt, ne? Nicht Qualität. Oh, ich kann immer noch flattern. Nutze ich gar nicht. Wäre gut zu wissen. Yo! Ach, Mann! LOL! Er ist einfach reingeglitscht. Okay. Okay, er kommt auch wieder raus. Nee, er kommt nicht wieder... Alter, der ist komplett verbuggt. Jetzt ist er wieder draußen. So. Die erste Lücke ist da. Muss er dann nur drin landen. Ach komm. Nein! Es war so klar. Oh, der macht... Der andere hat richtig Spaß gemacht, aber der ist lame. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber der ist lame. Der andere hat echt Spaß gemacht. Aber der ist so... Ja, weiß ich nicht. Das
So, nutzen wir mal ein bisschen den Flatterflug hier. Ach Mann. So. 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 Erste Lücke ist da. Scheiße. Okay, passt. Gut. Nein, jetzt gibt er wieder zu mir ins Gesicht. Komm her. Komm ran da. Kann der da noch drüber? Der kann immer noch drüber. Frech. Tschüss. Na komm. Du hast hier eigentlich nicht rauszukommen. Alter, du bist so verbuggt, ne? Ich muss nur den unteren erwischen. Ja, genau den. Jetzt den anderen. Nein! Jetzt hüpft er raus! Du willst mich doch verarschen. Du hast hier nicht mehr raus zu hüpfen. Ach, komm schon! Da fall ich vorher runter. Aber ich kann ja flattern. Ach komm! Jetzt machen Abflug. Junge. Nice. Sehr schön. Okay, das war cool, aber der Boss nicht so. Da war der Originalboss viel besser. Spin. After defeating Tap-Tap in a fair one-versus-one battle, he decided to join Boon's crusade against all species left on this island. They together kill everything left. Secret ending complete. Ah, das war das Secret Ending, okay. I see, I see. Sehr schön. So, und wir haben 48 Monde, das heißt, wir können den nächsten Mondraum öffnen. Wo halt auch nur weitere Mondlevel stehen werden, aber macht ja nichts. Die meisten dürfen wir jetzt ja auch abgehakt haben. Warte, dann kann ich gleich mal hier Overdrive hinschreiben und abhaken. Ich kann Secret Passage abhaken, ich kann Hot Girls abhaken. Ich kann hier das Ende jetzt abhaken. Ende von Yoshi. So. Dann kann ich abhaken den Hinweis von Yoshis Overdrive. Bourbon House haben wir auch verlassen. Things.smc2 haben wir gespielt. Wir haben alle Hinweise. Ich habe alle Hinweise durch. Okay, nice. Es dürfte jetzt also bei der 48 gar nichts Neues passieren. Okay. Wo genau sollte das jetzt eigentlich schwierig sein hier? Muss ich da nicht einfach rüber? Oh, das reicht nicht. Dann muss ich warten, bis der... Okay. Irgendwie so. Ja, okay, irgendwie so. Ja, okay, doch, das geht schon. Da gab es schon schlimmere Räume. Ja, da gab es schon schlimmere Räume. Passt schon. Na, easy. Okay. Und die 48 kriegen wir ja auch schon hin.
Also, was haben wir hier? Ten Castle of Sin. Okay, das ist klar, dass da ein Mond kommt, aber den haben wir noch nicht. Das ist ja das letzte Level. Also, Ten Castle. Klar, aber haben wir noch nicht. Blossom Garden Gate mal 2. Haben wir da den zweiten Mond schon, ist jetzt meine Frage. Bin mir nicht sicher. Ultimate Minion haben wir. Bonus Game mal 2? Habe ich in Bonus Game 2 Monde? Ich bin mir unsicher. Ich schreibe mal Blossom mal 2 hin. Und dann Bonus Game mal 2. Bonus irritiert mich gerade. Monas Home haben wir. Grand Moon selbst haben wir auch, würde ich sagen. Also es fehlen ja auch nur noch zwei. Eins ist dann Ten Castle of Sin. Und der zweite ist Blossom Garden Gate 2, oder wie? Muss ich das einfach nur timen? Okay, muss einfach nur timen. Das ist ja witzig, das ist ja witzlos. Nicht auf dem Mancha landen, nicht auf dem Mancha landen. Danke. So. Look at the paintings in Mona's and your brother's home. Das habe ich mir fast gedacht, dass da was ist. Siehst du? Das habe ich mir... Ich hab's noch gesagt. Ich hab's noch gesagt. Ich glaube, da ist was. Okay. Okay. Ich hab noch gesagt, ich glaube, da ist was. Dann schauen wir uns das jetzt nochmal an. Vielleicht ist das dann der Hinweis tatsächlich, wie ich es schaffe, hier hinzukommen. Bei Blossom Garden haben wir nämlich bisher nur einen Mond. Deswegen zeigt es auch noch kein Mondsymbol an. So, Mona's Home. Da haben wir die Bilder aber, glaube ich, auch schon angeschaut. Heute hier muss ich rein. Hier ist nur ein Painting. Das ist diese dritte grüne Wine. Aber habe ich das nicht schon mal probiert? Wait. Ich weiß, wir hatten ja diesen Hinweis mit der dritten grünen Wine. Aber habe ich das nicht schon mal probiert? Ich bin irritiert. Ich bin komplett irritiert. Und was waren jetzt hier die Bilder? Ja, hier hochspringen, aber... Okay. Gibt's dann mehr wie 50 Monde? Weil Bonus Game mal 2, wir haben doch im Bonus Game auch nur einen Mond, oder bin ich blöd? Und hier guckt er auch nach oben. Hä, was? Zwischen den zwei Büschen? Ich bin irritiert. Okay, also irgendwie... Jetzt müssen wir nochmal zu dem grünen Yoshi... Quatsch. Zu dem grünen Haus-Dings. Wo war denn das? Ist das das Haupt... Ist das der Anfang gewesen? Also, ich meine, hier zeigt's an. Hier gucken die nach oben. Aber da ist ja nix.
Und das habe ich ja schon 3 Millionen Mal, bin ich da schon hochgesprungen. Dann sind hier 2 Büsche. Nee, das ist hier. Hä? Nee, wahrscheinlich ist es dann... Wahrscheinlich ist der Anfang damit bei dieser grünen Wein. Und wir hatten ja schon mal diesen Hinweis mit der dritten grünen Wein, ne? Aber habe ich das dann nicht schon probiert, an der Stelle was zu machen? Ich bin irritiert. Wo ist das grüne Haus? Ist das das hier? Bist du grün? Ja, das ist das grüne Haus. Nee, ist es nicht. Es muss ein anderes grünen Busch noch irgendwo gegeben haben. Weil da war hier was. Da war an der, also da an, hier an der Stelle war irgendwo was. Irgendwo hier. Aber das ist ja... Hä? Wo gibt's denn noch ein grünen Busch-Dings? Warte. Hier nicht. Hier! Nee, das ist Virtual Sports Bar. Hä, das ist... Aber das ist so grün. Ich bin irritiert. Aber hier war auch kein Grün. Wo war denn so ein grünes Haus? Aber warum ist das so ein grünes Symbol denn nochmal extra? Oh, shit. Habe ich jetzt irgendein... Verchecke ich gerade irgendein grünes Haus? Verchecke ich gerade irgendwas? Nee, das war der Anfang. Ich dachte, vielleicht ist der Anfang hier irgendwie ein Haus nochmal gewesen, aber war es auch nicht. Ist irgendein Level am Anfang nochmal so ein Haus gewesen? Nee, das fängt hier an. Shit, ich weiß nicht, wo dieses grüne Haus sein soll, ne? Was war hier am Anfang? Das war alles kein... Das fängt doch alles nicht mit einem grünen Haus an. Was? Wo gibt's denn so ein grünes Haus noch? Alles Quatsch, weil wieso soll da ein grünes Haus? Die haben hier irgendwie hochgeguckt, aber... Aber da ist ja nichts. Was soll da auch sein? Und so ein zweiter Busch ist hier ja auch nicht. Ich bin irritiert. Aber hier war doch auch nicht grün. Und das, vor allem die Ranke ist auch ganz woanders. Weil die Ranke... Die Ranke bei dem Bild. Guck mal, die Ranken sind immer so. Die sind nie hier in der Mitte. Aber bei dem Bild... Bei dem Bild ist die Ranke... Die ist hier, in der Mitte. Was? Und das deutet an, hier zu springen. Aber das ist doch das vom Anfang, wo ich drin war. Oder nicht? Mehr Bilder sind hier nicht. Also mehr Hinweise kriege ich hier nicht. Hä?
war das für ein Sound jetzt gerade? Weil hier... Dass da oben dieser Kamin so komisch ist, wissen wir ja auch schon, aber das nützt mir ja auch nichts. Bin böse irritiert. Mal wieder. Hier war auch kein zusätzliches Haus oder so, ne? Nee, das war der Quatsch. Wo war denn noch? War noch irgendwo so ein Haus? Das fängt auch direkt im Schloss an, richtig? Ja. Das sind alles keine, das sind alles Level. Da kann sowas nicht sein. Alter, ich bin böse irritiert. Hier war auch kein Haus mehr. Das ist das Rückwärtsding, ne? Ja, da ist auch kein Haus. Ich muss jetzt mal ganz kurz mein Video gucken zu dem Virtual Sports Ball Level. Ob da am Ende vielleicht, weil das hat halt als Symbol so ein grünes Haus und das irritiert mich gerade böse. Wie das Ende von dem Level aussah, aber das ging doch ganz normal in ein Ziel. Da war doch nirgendwo ein grünes Haus zwischen. Welches Level wird denn das sein? Oh Gott, wie habe ich denn die Parts genannt? Ach, grüne Neune. Das, da könnte sein. Fingerakrobatik durch Tastatursteuerung? Nee, ein Rhythmusspiel in SMW war das... Rhythmusspiel in SMW war das, was danach kam. Dann könnte es aber auch das sein. So, hallo. Ja, halt die Schnauze. Da ist das Rhythmusspiel. Ach so. Ja, nee. Falsche Reihenfolge dann. Okay. Zurück. Dann ist es das hier. Part 3. Part 3 ist die Brücke. Nee. Ja, wann haben wir das denn gespielt? Fingerakrobatik durch Tastatursteuerung. Dann machen wir das nochmal. Ah, hier ist es. Okay. Got it. So. Aber das ist die ganze Zeit, ist es dieses Level und dann kommt halt das Ziel. Ja. Nee, da ist kein nichts mit grünem Haus. Dann hat es einfach so dieses Symbol bekommen. Komisch. Aber ist in Ordnung. I guess. Ha. Mich irritiert es jetzt böse, dass die Ranken halt anders sind. Im Haupthaus. Hier, ne? Boons Mating Nest. Das ist genau dieses Grüne. Das ist genau dieses, aber da sind die Ranken anders. Hier ist auch nichts, also... Das wäre hier irgendwo. Irgendwo da wäre das. Aber nur nicht, ich glaube nur hier. Das wäre die dritte Ranke, aber die ist es ja nicht. Tu ich nicht, also was willst du von mir? So, da ist nichts Verstecktes. Hätte ich ja jetzt mitbekommen. Gott, wo gibt's denn noch so Häuser? Gibt keine anderen Häuser. Das Spiel will mich doch veralbern. Ganz ehrlich. Das Spiel will mich doch einfach nur veralbern. Aber mich irritiert auch der Bonus mal 2.
Da würde ich ja fast nochmal jetzt in ein Level gehen, wo man sehr schnell zum Ziel kommt. Gibt es hier ein Level, wo man sehr schnell zum Ziel kommt? An welchem Level kommt man denn schnell zum Ziel? Ich weiß es nicht. Was war das für ein Level? Aber ich glaube, da treffe ich das Ziel dann auch nicht gescheit. Nee, das ist schlecht. Ascension hat keine. Das ist es. Das ist das Level, was ich brauche. Warten das. Ach ja, da. Okay, noch kein Bonus. Ich glaube, mehr wie 22 wären es nicht pro Sprung. Noch kein Bonus. Ich habe es aber auch, seitdem versucht, es zu vermeiden. Also ich dürfte kaum Sterne haben. Aber das ist das Level, was ich gesucht habe. Hier komme ich richtig schnell an Sterne ran. Sehr gut. Oh, 24. Es wird. Noch kein Bonus. Fünfundzwanzig. Komm schon, jetzt Bonus. Noch kein Bonus. Der nächste muss es jetzt aber sein. Der nächste muss es sein. Ja, außer ich verfehl's, dann ist das natürlich nicht. 20. Was? Okay. Ist das bei 25? Bin ich wirklich so knapp dran? Ach, komm schon. Jetzt aber dann. Jetzt muss das sein. Wenn das jetzt nicht ist, weiß ich auch nicht.
Kann man den nur einmal betreten oder was? Oder wie oder wo? Ich meine, habe ich dann da vielleicht sogar zwei Monde schon mitgenommen und weiß es nur nicht mehr? Also jetzt muss ich über 100 sein. Kann doch gar nicht. Geht doch gar nicht anders. Okay, never mind. Vielleicht haben wir das auch schon gemacht. Ja gut. Ja, ich weiß nicht, wie oder was. Ich denke, dann spielen wir nächstes Mal erstmal weiter. Wir haben ja noch ein Level vor uns. Ist ja so, ist ja nicht. Auch wenn ich jetzt nicht ganz viel mit den Hinweisen anfangen konnte, ehrlich gesagt. Wait, was ist das denn jetzt hier? Oh, der führt jetzt nach Yoshi's Island, der Stern. Der ist neu aufgetaucht. Interesting. Okay, brauchen wir aber nicht. Ist auch nichts versteckt, ne? Nee. Okay. Ja, wir haben nur noch ein Level vor uns. Und das ist das letzte. Das ist das Tan Castle. Da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt. Was das dann wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das ist dann der 49. Mond. Ich meine, wir kommen dann ja noch einen Mondraum weiter. Also vielleicht hilft uns das ja dann trotzdem irgendwie. Aber ich bin noch irritiert, was den zweiten Mond in dem Blossom Garden Gate angeht. Da bin ich noch sehr irritiert. Wir werden sehen. Es wird sich alles klären. Es wird sich alles klären. Wir sind ein oder zwei Parts vom Ende dieses Projekts entfernt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.